Also wir sind hier bei der Isar, bei Icking, also die Isarauen, und das ist ein Naturschutzkleinod, was hier da ist, also vor den Toren von München, und das ist absolut erhaltenswürdig, weil hier haben wir Natur pur, und wenn man hier hinter uns schaut, mit den Murnawerderfelser Rindern, also es geht auch Naturschutz und Landwirtschaft zusammen. Das ist hier ein Projekt, das genau das zeigt, dass also auch die kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft zusammen mit dem Naturschutz Projekte anschieben kann, die uns allen auch hier zugutekommen und auch unsere Natur, Artenvielfalt, das alles erhalten helfen. Wir haben mittlerweile vor 12 Jahren die Beweidung als eine Möglichkeit erkannt, für den Artenschutz etwas zu tun. Und ich habe auch ein Faible für die Isarauen, und deswegen habe ich mich des Themas angenommen mit Hilfe vieler anderer. Und wir brauchen für solche groß angelegten Projekte auch immer einen Träger, und da haben wir den Isartalverein damals gewinnen können. Ja, es ist ein sehr schönes Projekt. Also ich bin da sehr gerne Projektleiter, weil es also, oder war das, es ist ja, offiziell ist es ja quasi derzeit im Stillstand, aber es ist ein herrliches Projekt und kommt da immer gerne her.